Literaturclub aus dem Papiersaal Zürich. Wirbel und Skandale, meine Damen und Herren. Wirbel und Skandale um Autoren werden immer wieder in den Medien hochgepeitscht. Und es fragt sich dann, können wir die Bücher, die diese Autoren geschrieben haben, überhaupt noch lesen vor lauter Lärm, der in unseren Ohren klingt? Und in der heutigen Sendung haben wir gleich drei Bücher, die in solche Skandale im weitesten Sinne verwickelt sind, auf ganz unterschiedliche Weise. Wir haben von Sibylle Vitscharow, die kürzlich Entsetzen auslöste, indem sie sagte, Retortenbabys sind Halbwesen, einen Kriminalroman in der Sendung von Martin Mosebach, der immer wieder katholisch konservative Äußerungen macht und die alte Liturgie mit Latein herbeiwünscht, vielleicht sogar über ein Blasphemieverbot nachdenkt, auch einen neuen Roman in der Sendung und von Martin Heidegger, den 96. Band seiner Gesamtausgabe. Und jetzt sind zum ersten Mal antisemitische Äußerungen von Heidegger schriftlich im engen Zusammenhang mit seiner Philosophie nachzulesen. Wir werden schauen, was ist jetzt mit den anderen 95 Bänden? Muss man die noch lesen? Kann man sie noch lesen? Wie soll man sie lesen? Deshalb bin ich besonders glücklich, dass Rüdiger Safranski bei uns ist, der eine Heidegger-Biografie geschrieben hat, ein Meister aus Deutschland, hieß sie, und Julian Schütt, der sich mit dem Nationalsozialismus und dessen Spuren in der Schweizer Germanistik befasst hat in einem Buch. Begrüßen Sie also ganz herzlich Rüdiger Safranski, Julian Schütt und wie immer Elke Heidenreich. Nun, bevor Elke Heidenreich Colin McCain vorstellt, der einer der Lieblingsautoren des amerikanischen Präsidenten Obama sein soll, kommen wir zu Jasmina Reza, Glücklich die Glücklichen. Jasmina Reza ist bekannt geworden als Theaterautorin. Kunst ist einer ihrer großen Erfolge in Frankreich, Deutschland gewesen, ganz Europa und dann Der Gott des Gemetzels. Dieses Theaterstück wurde von Roman Polanski verfilmt mit einer Starbesetzung Judy Foster, Kate Winslet und Christoph Waltz. Es wurde ein weltberühmtes Stück, auch durch diese Verfilmung. Heute haben wir aber einen Roman in der Reihe und deshalb ganz schnell, wie ist dir dieser Sprung vom Theater in den Roman gelungen, Elke? Also sie hat ja immer schon Prosa auch geschrieben und eine so gute Dramatikerin wie sie kann natürlich fantastische Dialoge schreiben, das tut sie auch hier. Im Grunde macht sie das, was Uel Beck ohne Humor macht, die fundamentale Einsamkeit des Menschen zu beschreiben, aber bei ihr ist alles witzig und komisch. Der Unterton ist düster, aber wie sie es beschreibt, ist höchst unterhaltend, finde ich. Rüdiger? Ja, ich fand das auch ein Buch von anmutiger Frechheit, ja, und man liest das gerne, ja. Julian Schütz, Sie haben das Buch ausgewählt, weshalb in einem Satz? Ja, Jasmina Reza hat eine bemerkenswerte Eigenschaft, sie ist sehr ungeduldig und sie hat einen Horror vor aller Langeweile. Und das kommt eben auch in ihrem Prosa, ihren Theaterstücken zum Ausdruck. Manchmal dann wiederum zum Horror der Regisseure, weil sie auch sehr penibel ist und schnell sich abwendet, wenn etwas nicht gut ist. Aber sie bringt Szenen sehr schnell auf den Punkt. Es gibt nicht langfädige Einleitungen und Entwicklungen, sondern da ist man mittendrin im Geschehen, auch in diesem Buch. Und zwischendurch ist das eine sehr bemerkenswerte und gute Eigenschaft, das liebe ich an ihr. Mittendrin sind jetzt auch wir, und zwar wird Thomas Sarbacher gleich den Einstieg einer solchen Szene, die sie eben auf den Punkt bringt, für uns vortragen. Der Schauspieler Thomas Sarbacher liest gleich den Anfang des Buches. Wir waren bei den Wochenendeinkäufen im Supermarkt. Irgendwann sagt sie, stell dich schon mal in die Käseschlange, ich kümmere mich um die anderen Lebensmittel. Als ich wiederkam, war der Einkaufswagen halb voll mit Müsli, Keksen, Pulvernahrung in Tüten und lauter Dessertcremes. Und ich sag, wozu das alles? Wie, wozu das alles? Ich sag, wozu soll das gut sein? Du hast Kinder, Robert, die mögen Crunchy Müsli, die mögen Schokotäfelchen, auf Kinder Bueno stehen sie total. Sie hielt mir die Packungen hin. Und ich sag, das ist doch absurd, sie mit Zucker und Fett vollzustopfen. Dieser Einkaufswagen ist absurd. Und sie darauf, was für Käse hast du gekauft? Einen kleinen Ziegenkäse und einen Morbier. Was? Keinen Schweizer? Schreit sie auf. Na, hab ich vergessen. Und ich gehe auch nicht nochmal hin, zu lange Schlange. Du weißt genau, wenn du nur einen einzigen Käse kaufen müsstest, dann Schweizer. Wer isst bei uns denn Morbier? Wer? Ich, sage ich. Seit wann isst du Morbier? Wer will schon Morbier essen? Hör auf, Odile, sag ich. Wer mag denn diesen scheiß Morbier? Subtext natürlich, außer deiner Mutter.
Neulich hat meine Mutter mal eine Schraube in einem Morbier gefunden. Schrei nicht so, Odile, sag ich. Sie zerrt am Einkaufswagen rum und schmeißt einen Dreierpack Milka Vollmilch rein. Ich nehme die Schokolade und lege sie wieder ins Regal. Und noch schneller lag sie wieder drin. Ich hau ab, sag ich. Sie darauf, na dann hau doch ab, hau ruhig ab. Mehr kannst du nicht sagen. Ich hau ab, deine einzige Antwort. Sobald dir die Argumente ausgehen, sagst du, ich hau ab. Immer gleich diese absurde Drohung. Es stimmt schon. Ich sag oft, ich hau ab, das gebe ich zu. Aber wie soll ich es nicht sagen, wenn ich zu nichts anderem Lust habe? Wenn ich keinen anderen Ausweg weiß als sofortige Fahnenflucht? Aber ich gebe auch zu, dass ich das dann, nun ja, als Ultimatum formuliere. Gut, bist du jetzt fertig mit Einkaufen, sage ich zu Odile und schiebe mit einem abrupten Stoß den Einkaufswagen vorwärts. Sonst brauchen wir keinen Mist mehr. Wie redest du mit mir? Ist dir klar, wie du mit mir redest? Ich sage, geh weiter, los. Nichts ärgert mich mehr als diese plötzliche Beleidigtheit, wenn alles stehen bleibt, alles erstarrt. Natürlich könnte ich sagen, entschuldige bitte. Nicht einmal, ich müsste es zweimal sagen, im passenden Tonfall. Wenn ich zweimal im passenden Tonfall entschuldige bitte sagen würde, könnten wir mehr oder weniger normal in den restlichen Tag starten. Nur habe ich überhaupt keine Lust, diese Worte auszusprechen. Es ist mir physiologisch unmöglich, wenn sie mitten im Gang mit den Gewürzen stehen bleibt, vor Entrüstung und Unglück entgeistert. Geh weiter, Odile, bitte, sage ich beherrscht. Mir ist heiß und ich muss noch einen Artikel fertig schreiben. Entschuldige dich, sagt sie. Wenn sie das in normalem Ton sagen würde, entschuldige dich, dann könnte ich es sogar tun. Aber sie raunt. Sie verleiht ihrer Stimme etwas Tonloses, das ich nicht hinnehmen kann. Ich sage, bitte, ich bleibe ruhig, bitte, ganz beherrscht. Ich sehe mich mit Vollgas über eine Stadtautobahn fahren und in voller Lautstärke Soldat hören. Ein Lied, das ich vor kurzem entdeckt habe und von dem ich nichts verstehe. Nur die Einsamkeit in der Stimme und das Wort Einsamkeit, das unendlich oft wiederholt wird. Obwohl ich gehört habe, es bedeutet gar nicht Einsamkeit, sondern Sehnsucht, Mangel, Bedauern, Schwermut. Lauter intime, nicht mitteilbare Dinge, die Einsamkeit bedeuten. So wie der alltägliche Einkaufswagen Einsamkeit bedeutet. Der Gang mit Öl und Essig und der Mann, der im Neonlicht seine Frau inständig bittet. Ich sage, entschuldige bitte, Odile. Odile muss in dem Satz nicht unbedingt vorkommen, klar. Odile ist nicht freundlich. Ich füge Odile hinzu, um meine Ungeduld zu signalisieren. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie sich mit fliegenden Armen umdreht und auf die Tiefkühlprodukte zuläuft, also in den hintersten Tiefen des Supermarkts verschwindet, ohne ein Wort. Und ihre Handtasche lässt sie im Einkaufswagen. Was machst du denn, Odile, rufe ich. Ich habe noch 2 Stunden, um einen sehr wichtigen Text über den neuen Run aufs Gold zu schreiben, rufe ich. Ein völlig lächerlicher Satz. Sie ist aus meinem Blickfeld verschwunden. Die Leute starren mich an. Ich packe den Einkaufswagen und schiebe ihn in den hinteren Teil des Supermarkts. Ich kann sie nicht mehr sehen. Sie hatte schon immer das Talent zu verschwinden, auch in angenehmen Situationen. Ich rufe, Odile! Ich komme zu den Getränken. Niemand. Odile! Odile! Vielen Dank, Thomas Saarbacher. Nun, Julian Schütt. Ja, ich denke, die Lesung beweist, wie Jasmina Rezas Texte aufblühen, wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin sie in die Hand nimmt. Und das ist auch in diesem Text, obwohl es sich um einen Roman geht, der Fall. Sie ist unglaublich szenisch, dramatisch. Und es sind hier in dem Buch eigentlich 21, man kann das innere Monologe nennen oder eben eher Szenen, weil eigentlich immer eine Figur spricht, aber sie spricht so, als ob sie immer mit anderen dann spricht. Das überdüngt allerdings nicht das, was wir vorher schon gesagt haben, dieses Alleinsein, das die Figuren immer spüren, selbst wenn sie in Beziehungen sind, wenn sie mit Leuten zusammen sind. Das Motto des Buches ist von Borges: Glücklich die Geliebten und die Liebenden, und die auf die Liebe verzichten können. Glücklich die Glücklichen. Und dieses auf die Liebe auch verzichten können, das wird eigentlich dann immer mehr auch zentral in dem Buch, in all diesen Geschichten. Wir haben die Geschichte von Robert Toscano gehört. Später kommt dann auch seine Frau Odile mit ihrer Sichtweise. Diesmal liegen sie im Ehebett zusammen. Sie will schlafen, weil sie eine Verhandlung am anderen Tag hat. Er will lesen und will natürlich Licht haben. Also ist schon der nächste Konflikt programmiert. Und das zeigt das Prinzip von Jasmina Reza. Es beginnt immer mit oder oft mit absoluten Bagatellen
Und die kippen dann plötzlich in fast existenzielle, die ganze Beziehung und die Familie auch gefährdende Ausbrüche. Manchmal kippt aber auch die Geschichte vom Tragischen zurück ins Komische. Also es gibt einige der Episoden, die spielen eigentlich in einer Krebsklinik. Da kommt ein Arzt vor, da kommt Patient, eine alte Frau, eine Patientin vor, die plötzlich ganz unverfroren auch mit dem Arzt schäkert und flirtet. Und das ist, da kommt das Tragische und das Komische und auf so wunderbare Weise zusammen, wie das, glaube ich, nur Jasmina Reza schafft. Also sie hat eine Fähigkeit, auch ein Provokationspotenzial, Explosionen abzurufen und auch ein Eskalationspotenzial, das man ihr natürlich manchmal auch vorwirft, dass sie die Szenen immer auf diese Eskalationen hin konzipiert. Aber ich denke, das können so wenige Autoren, dass man das eher als Fähigkeit nehmen muss. Es gibt auch sehr subtile Töne, zum Beispiel gibt es eine Autorin, eine Schauspielerin, eine berühmte Schauspielerin, die an sich ein Star ist, aber an sich die einsamste Figur überhaupt, die irgendwie ihren Mann nicht findet und dann irgendwie plötzlich sagt, ja, die Männer, die sind ja eigentlich nur Gäste der Liebe. Und das ist etwas anderes, was mir an dieser Autorin immer gefällt. Es sind einfach Wahnsinnssätze da drin, die man immer wieder liest, fast in jeder dieser Geschichte. Also ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch. Das Interessante bei dieser Schauspielerin mit der Einsamkeit ist, dass sie unter ihrer Einsamkeit gar nicht leidet. Sie hat nur Angst, dass jemand sie besucht und sieht, wie einsam sie ist. Also es ist ein Buch darüber, dass wir uns so verhalten, was die Leute von uns denken. Ein Ehepaar ist da, was diesen grässlichen, immer das schöne Wettergetue hat. Schatz, was kochen wir uns denn heute schönes, Schatz? Also immer dieses, wir sind ja sowas von glücklich. Einen Steinbutt. Und hinter den Kulissen ist es überhaupt nicht glücklich. Und das ist der Kern des Buches auch. Es heißt ja schon so, glücklich die Glücklichen. Auch zum Glück braucht man ein Talent. Auch zur Liebe braucht man ein Talent. Nicht jeder Depp kann glücklich werden. Man muss es können. Manche können es einfach nicht. Und wenn man die Liebe immer nur mit Erwartungen befrachtet, dann geht sie auch kaputt. Und das beschreibt sie sehr subtil und sehr schön. Es ist nicht immer alles gelungen. Und ich finde schon, dass auch Klischees drin sind und nicht nur Hammersätze. Aber es wächst doch irgendwie am Ende zusammen, denn am Schluss stehen alle am selben Sarg einer Figur. Und so ist dann der Kreis wieder geschlossen. Es ist höchst unterhaltend zu lesen. Und es gelingt ihr eben über dieses ernste Thema, wie einsam wir alle sind und wie wir uns an der Liebe abarbeiten, humorvoll zu schreiben. Das ist toll. Ja, es ist so eine Art Reigen. Ein Reigen von alltäglichen Situationen und manchmal auch nicht so alltäglichen Situationen. Und ich habe bei der Lektüre ging es mir so, dass mir so manche Szenen, die haben sich so richtig eingeprägt, ja, das ist so ergreifend auch. Andere Szenen, über die lese ich dann so hinweg, aber es gibt in dieser Sammlung, in diesem Reigen gibt es so unterschiedliche Intensitäten und da zum Beispiel gibt es diese eine Szene, die bekomme ich gar nicht aus diesem Kopf, wo diese eine junge Frau ihre Großtante im Altersheim besucht. Ja? Und allein schon, dass sie beschreibt, jetzt aus der Perspektive der jungen Frau geschildert, dass sie bei ihr Yves Montand hört und Edith Piaf. Da dachte ich, hoppla, das ist ja eigentlich auch meine Musik. Müsste ich eigentlich auch im Altersheim sitzen oder wie? Ja, also auf einmal wird man hier mit einer Perspektive konfrontiert. Und jetzt diese Großtante und die junge Frau tauschen sich so aus, eigentlich über das Thema Liebe. Die junge Frau versucht ihr nun zu erklären, und versucht Hilfe bei der Tante, ob das, was sie jetzt gerade erlebt, auch wirklich schon der Anfang einer Liebesgeschichte ist, nachdem sie vorher auf einem Nachttisch der Großtante gewissermaßen das Ende einer Liebesgeschichte gesehen hat, nämlich deren verstorbener Mann mit der Pfeife. Ja, im Mund. Also da ist über das Problem, wie Generationen miteinander reden, auf so engstem Raum, so ein melancholisch ergreifendes Stück, also selten gelesen. Ja. Und über andere lese ich dann einfach so darüber hinweg. Also ich muss jetzt, wenn ich das genannte Buch
beurteilen würde, würde ich, das ist so eine, für mich so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt. Große Momente schon, ja. Und auch Belanglosigkeit. Es ist ein bisschen so, wie Sie es beschreiben, natürlich, dass eben einerseits so gewisse Punkte jeden aufgrund seiner eigenen Biografie stärker oder weniger stark treffen. Ich habe mich jetzt auch da im Supermarkt sehr gut wiedererkannt, nicht? Und das Telefon, ein Artikel und so weiter und so fort, der Streit mit der Freundin. Also das sind natürlich immer persönliche Augenblicke, aber die Frage ist dann schon auch ein bisschen natürlich, was bleibt am Ende des Romans? Nicht? Das ist ja ein Kaleidoskop, man sieht sich da und da in einer Facette wiedergespiegelt. Es ist ein bisschen Welbeck, aber eben natürlich ohne die Härte und die Schärfe. Es bleibt irgendwie ein bisschen soft, bedient oft auch ein bisschen die Schadenfreude. Es hat schon auch etwas Effekthascherisches. Also ich habe das extrem gerne und schnell gelesen, aber wenn ich so jetzt nach so einer Woche zurückdenke, ist wenig geblieben. Eben, es sind so Momente, die auch zerfallen aufgrund dieser komplexen Struktur. Genau das finde ich aber nicht schlimm, weil wir können nicht alle Bücher durch unser ganzes Leben mit Erdenschwere rumtragen. Es muss diese Bücher geben, die man auf einer Bahnfahrt oder im Arztwartezimmer mit Freuden und schnell liest und die trotzdem kein Schund und kein Kitsch sind. Das ist sprachlich gut, das ist witzig, das unterhält und danach kann man es weiter verschenken. Das ist keine Weltliteratur, aber es ist brillant gemacht. Wie ein schönes Essen. Ist okay. Ja, wobei, also sie schon manchmal Mut hat. Es gibt zum Beispiel die Szene einer jüngeren, nicht mehr ganz jungen Frau mit einem Politiker, glaube ich, ein Staatssekretär für Tourismus und Handwerk. Und es ist eigentlich ein Phrasendrescher, ein halsloser Mensch, der zuerst den Raum abscannt, ob ihn auch alle richtig beachten. Also ein widerlicher Kerl. Und man fragt sich, warum kommt diese attraktive Frau dazu, so einen Mistbrocken attraktiv zu finden und sich in den zu verlieben. Und sie sagt sogar, sie komme nicht mehr los. Es ist fast ein Hörigkeitsverhältnis. Und dann ist natürlich auch die Jasmina Reza gewaltig unter Druck. Also sie setzt sich da ziemlich unter Druck und macht das, finde ich, löst das dann wunderbar auf. Also wie dann dieser Mann hier so ein bisschen über andere, natürlich nur im Spott über andere, sagt, wie einer seiner Mitarbeiter eben eine Fliege trägt. Der ist irgendwie ein Abgeordneter für Handwerkskunst und Schreinerkunst und der trägt eine Fliege aus Holz. Und so weiter. Und das erzählt er ihr so und mit solchen Pointen beweist er einen Humor und da kommt diese Qualität, was glaube ich dann wichtig ist, das ist das Lachen, das dann oft die ganze Beziehung wieder rettet. Auch diese erste Beziehung mit Robert und Odile ist da eigentlich dann plötzlich dieses Lachen von Odile, das der Robert so attraktiv findet, dass er dann doch wieder mit ihr zusammenlebt. Und das ist, wenn es überhaupt etwas Gemeinsames gibt, dann ist es dieses Lachen in den Geschichten. Und sonst meidet sie alle großen Begriffe. Es gibt keine Erklärungen, was Glück ist. Es gibt keine Erklärung, was die Liebe ist. Wie soll es das auch geben? Wie will man auch jemandem erklären, warum man jemanden liebt? Sondern es gibt 20 verschiedene Facetten, die sich manchmal völlig widerstreiten und im Gegensatz stehen. Aber wenn man das als Leser mitbekommt, das ganze Kaleidoskop, wird das natürlich schon faszinierend. Und für mich, da bleiben schon dann viele, viele Szenen haften. In eben diese Szene mit dem Machtpolitiker, da haben dann auch Kritiker ihre angebliche Affäre mit Dominique Strauss-Kahn darin gespiegelt gesehen. Ja. Sie sagten, sie hätte da einen Marquis de Sade erwartet und das sei dann nur eben so eine ganz schlechte Sofageschichte gewesen. Aber das sind dann diese Äußerlichkeiten, die mit der Literatur ja selber nichts zu tun haben. Wir kommen jetzt zu einem Autor, der nicht von Dominique Strauss-Kahn sehr geschätzt wird, sondern von Obama, wie ich gehört habe. Aber vielleicht hat das auch nichts zu tun mit dem Kern der Literatur. Es geht um einen Autor und das ist Colm McCann. Ein irischstämmiger Amerikaner, 65 geboren. Er hat schon viele wunderbare Bücher geschrieben. Ich habe die alle gern gelesen, vor allem Der Himmel unter der Stadt und Der Tänzer, eine Biografie von Rudolf Nureyev, eine fiktive Biografie. Und nun also Transatlantik. Das ist ein Buch, das drei Geschichten erzählt. Ich versuche es so knapp wie möglich zusammenzufassen. Die erste Geschichte ist der erste Transatlantikflug von Neufundland nach Irland in einer umgebauten, cockpit-offenen Militärmaschine 1919. Zwei mutige Männer schaffen diese Atlantiküberquerung. Die zweite Geschichte ist die Geschichte eines entlassenen, eigentlich erst entlaufenen Sklaven, Frederick Douglass, eine historische Figur. Damit sind wir von 1919 zurück nach 1845. Er hat ein Buch geschrieben über Sklaverei, über die Abschaffung der Sklaverei. Es gab ihn wirklich, er hat Präsident Lincoln beraten bei diesem Feldzug gegen den Süden, gegen die Abschaffung eben der Sklaverei.
Und dieser Frederick Douglass reist nach Irland, um sein Buch dort in Irland vorzustellen. Und es ist das Jahr der unfassbar großen Hungersnot in Irland, wo die Kartoffelfäule ist. Und er sieht ein Elend, was grauenhaft ist. Und er hat sich nie vorstellen können, dass es neben der Sklaverei noch so ein anderes menschliches Elend gibt, mit dem er da konfrontiert wird. Er selber ist ein sehr kultivierter und wunderbarer Mann. Und es wird trotzdem beschrieben, die Ängste, die er auch hat, nicht genug gebildet zu sein und sich in Gesellschaft nicht gut genug zu benehmen. Denn vor einiger Zeit hatte er noch eine eiserne Gebissstange im Mund, ein Brandmal auf dem Körper und Ketten am Fuß. Die dritte Geschichte ist die Geschichte von George Mitchell. Das ist ein Mann, auch historisch, auch eine verbürgte Figur, der für Präsident Clinton Ende der 90er Jahre den Irland-Konflikt immer wieder zu schlichten versucht hat und dem es letztlich auch gelang, einen Friedensvertrag auszuhandeln. Das alles wird zusammengehalten mit einer Klammer von 4 Generationen Frauen. Die erste ist Lily, ein Dienstmädchen im Hause des Verlegers von Frederick Douglass. Sie hört ihn da über Freiheit reden, will auch ein anderes Leben, geht nach Amerika und ändert ihr Leben, wird kein Dienstmädchen mehr, sondern macht was anderes. Deren Tochter Emily beschreibt als Journalistin diesen ersten Atlantiküberflug, so kommt das wieder zusammen, 1919. Deren Tochter Lottie fotografiert diese Männer, die den Atlantik überqueren. Deren Tochter Hannah wiederum hat einen Sohn, den sie im Irland-Konflikt am Ende verliert. Das heißt, diese 4 Frauen sind ausgedacht und sind eine Klammer. Die anderen Figuren sind alle real, historisch und mit der Fiktion des Colum McCann. Das alles ist brillant, klug, verknüpft und glänzend erzählt. Wir haben gehört, das ist ein sehr ambitiöses Projekt, einerseits eben diese historischen Teile zu beschreiben, andererseits diese reine Fiktion. Für mich persönlich waren jetzt gerade die fiktiven Momente, die Geschichten dieser Frauen eigentlich das, was mich eher durch den Roman getragen hat. Auch die Schilderung dieses Flugs am Anfang, die Geschichte über die Befriedung von Nordirland durch George Mitchell, fand ich jetzt ein bisschen auch im Tempo zu gehetzt. Was mich etwas irritiert hat, ist eben die eigentlich etwas an der Geschwindigkeit der Sprache, die von diesem Flug, der natürlich rasant erzählt werden muss, wie die da in die Wolken hineinfahren, die Sicht verlieren, mit ihren Kappen fast erfrieren in dem Flugzeug 1919 bei dieser Atlantiküberquerung, dass dieser gehetzte Stil dann eben auch zum Beispiel in diese Friedensverhandlungen hineingetragen werden, auch in die Erlebnisse dieser Frauen. Und das habe ich nicht ganz begriffen, dass hier keine... Ja, dass keine andere Atemzüge plötzlich sich auftun. Also ich fand das jetzt vom rein literarischen her etwas eintönig und sehr kurze, abgehackte Sätze, oft auch nur ein Wort. Und das hat sich als Mittel dann für mich verbraucht. Ich fand es ein fabelhaftes Buch und ich finde auch diese Qualität gerade, also es sind eigentlich 2 Gründe, die dafür sprechen. Es ist ein, wie der 150 Jahre Geschichte zusammenbringt, und dann eben reale Szenen. Ich finde das gerade faszinierend, wie er einerseits Figuren sehr genau recherchiert, Historiker befragt, die Politiker befragt, also mit Tony Blair, mit allen möglichen Leuten gesprochen, um wirklich diesen Konflikt, diesen Nordirland-Konflikt oder aber auch die ganze Sklaverei-Problem, um das alles enorm gut auszuleuchten. Und er trinkt nicht in diesen Fakten, sondern er bekommt eine Souveränität. Und auch gerade bei diesem Flug, es geht ja immer um eigentlich Freiheitskämpfe. Also auch dieser Flug der beiden ist ja eigentlich, sie wollen das Flugzeug, das vom Ersten Weltkrieg mit dem Krieg konnotiert ist, das wollen sie eigentlich befreien vom ganzen Kriegszusammenhang und in einen zivilen Zusammenhang stellen. Und es ist für sie, der dort oben nimmt sich etwas anderes der Freiheit an. Also das ist dieses Gefühl, das dieser Brown auch erlebt und es kommt, diese Motive tragen dann durch das ganze Buch, durch alle möglichen Geschichten, finde ich. Und dann ist es etwas Zweites, wir haben in der Literatur gelernt, dass eigentlich, also ich bei Peter von Matt sowieso, gute Literatur, die entsteht eigentlich, wenn Böses geschieht, wenn Intrigen geschehen, wenn irgendwelche verkorksten Figuren da sind. Und hier geht, das ist eigentlich ein Roman über gute Menschen und Leute, die es wirklich gut machen wollen. Und trotzdem wirkt das nie irgendwie kitschig oder salbungsvoll, sondern das ist sehr gnadenlos, hart
und eben manchmal sehr knapp in den Sätzen, aber ich finde, das braucht es als Stilmittel, ist das erzählt, das hat mir gerade imponiert. Ja, mir auch. Hat mir dass auch die Befreiung in die Lüfte, die Befreiung von der Sklaverei, die Befreiung natürlich dann eben auch vom Terror in Nordirland, die Befreiung der Frau durch die Fotografie, durch das Schreiben, also große Entwürfe ins Freie, welche hat Sie am stärksten ins Offene gezogen, Herr Safran? Also am Anfang, dann dachte ich, hoppla, da versucht einer Hemingway in Sachen kurze Sätze und vollkommene Vermeidung der Hypotaxe, alles parataktisch, noch zu überbieten. Ja? Und dann kam mir das am Anfang etwas manieriert vor, diese Protokollsätze, diese unglaublich entschiedenen, aber wo ich dann auch immer merkte, doch aber auch sehr treffende Sätze. Und dann merkte ich so im Laufe der Lektüre, dass er darin ein Meister ist, dass das seine Meisterschaft ist, nämlich einem wirklich eine Szene, eine Atmosphäre, ein Bild vor die Augen zu zaubern, das sehr, sehr intensiv ist. Also bei diesem Roman, man liest ja wirklich viel und man vergisst auch viel, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, da habe ich den Eindruck, da so ein paar Szenen werde ich da nicht vergessen. Jetzt, also es ist, ich habe mich dann peu à peu habe Geschmack gefunden an der hohen literarischen Qualität dieses Stils. So, dann das Zweite, die Komposition. Am Anfang dachte ich auch, ja mein Gott, ja, wie soll das jetzt alles so zusammenhängen? Da gibt es dann im Buch dann mal so eine Stelle, wo er ja eben im Zusammenhang des Fliegens eine kleine Reflexion macht darüber, dass Literatur ja auch eine Art des Fliegens ist. Wir überfliegen, wir können mit dem Wundermittel der Sprache und der Imagination überfliegen wir ganze Kontinente und ganze Lebenswelten. Und ich habe den Eindruck, dass das auch die innere Idee des Romans ist. Er beginnt nicht zufällig eben mit der Atlantiküberfliegung, Überfliegen des Atlantiks, erste Szene. Und der ganze Roman, der zeigt uns jetzt, wie der literarische Blick, wie der sowohl Zeiten als auch Räume miteinander verknüpft und wir doch dann das Gefühl haben, was wir im Leben selbst nie haben, sondern nur in der Literatur, dass es da einen eigenartigen Zusammenhang gibt. Da spannt sich dann der Bogen eben von dem Sklaven, von dem Frederick Douglass, der Sklave, der nach Irland kommt, der amerikanische Sklave, der ja erst in Irland ironischerweise freigekauft wird von der amerikanischen Sklaverei. Macht man sich wieder klar, dass es, muss man sich auch wieder in Erinnerung rufen, dass Amerika, das Freiheitsland USA, noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts ein Sklavenhalterstaat war. Das wird einem dann auch nochmal so richtig klar. So, und dann Irland, und in Irland, damit hört es auf, aber Irland bringt sich überhaupt erst in Freiheit nach dem Mitchell der Amerikaner, ja, Bill Clinton hat ihn nach Irland geschickt, um dort endlich den quasi mittelalterlichen Bürgerkrieg in Irland zu schlichten. Ja? Und so bemerkt man, dass dieser Roman so unterschwellige Fäden zieht und Verbindungen herstellt, und sodass für mich das so ein Roman ist, dass der vom Vordergrund ist ja ganz, ganz entschieden, lakonisch, und im Hintergrund ist das ein Gewirr von feinen Fäden und Verbindungen. Das ist so eine richtige Zweidimensionalität, die ich da erlebt habe. Also ich finde das schon ein Meisterstück. Er hat auch so schöne, starke Bilder. Zum Beispiel, der Douglas ist natürlich ein starker Mann, der starke Schwarze, der auf den Baumwollfeldern gearbeitet hat. Und der braucht manchmal noch Ermüdung. Er ist jetzt Intellektueller, der mit seinem Buch rumreist und daraus liest.
Und er hat heimlich in seinem unglaublich schweren Koffer 2 5 Kilo schwere Hanteln aus Eisen, und zwar aus dem Eisen der Ketten geschmiedet, die die Sklaven an den Füßen hatten. Und mit diesen Hanteln, immer er auf eine Lesung geht oder zu einem Essen oder zu einer Diskussion, steht er schweißüberströmt in seinem Zimmer und stemmt diese Hanteln, um die alte Müdigkeit wieder zu fühlen und um den alten Zorn auch wieder zu kriegen. Und solche Bilder hat er immer wieder da drin, und das finde ich auch ganz meisterhaft. Das ist ein sehr beeindruckendes Buch. Auch, also ich habe sehr diesen Aufbruch mit dem Fliegen genossen, auch diese Überquerung des Atlantiks, die Erschöpfung, wo sie dann ankommen und die Erde fast wie Luft wirkt. Und dann der Rückblick ganz am Ende eben der letzten Nachfahrin, wo alles nochmals vorüberzieht. Der alte Flieger noch lebt, genau, den sie besucht. Und also in einer großen melancholischen Geste, aber auch ohne wirklich jetzt kitschig zu werden oder billig zu werden, eigentlich das ganze Buch ausatmet. Hat mich das Buch dann wieder richtig eingefangen. Wir kommen jetzt zu Sibyl Levitscharow. Dieses Buch, ein Kriminalroman, wird jetzt natürlich überwölbt vom Skandal, der gerade in den Medien diskutiert wird. Ihre Rede in Dresden, wo sie die Fortpflanzungsmedizin hat, wo sie Retortenbabys als Halbwesen bezeichnet hat. Sie hat damit Entsetzen ausgelöst, und jetzt liegt dieser Roman vor uns, und natürlich stürzt man sich darauf und möchte irgendwie eine Erklärung für solche Aussagen vielleicht im Roman finden. Nun ist es aber ein Kriminalroman. Sibyl Levitscharow hat ganz unterschiedliche Bücher schon geschrieben, surreale Kindergeschichten, dann eher so Underground-Geschichten mit Andy Warhol und den Toten, die wiederkommen, dann einen philosophischen Roman über Blumenberg und jetzt als ein Kriminalroman. Also sie sagt jetzt mal zunächst, ich kann eigentlich alles. Was macht sie jetzt? Ist das ein Kriminalroman? Ich dachte natürlich, das ist ein Kriminalroman, und beginne zu lesen, wie ein Beamter aus dem Dienst scheiden muss, weil er einem Verbrecher die Folter angedroht hat, wenn er das nicht verrät, wo diese Mädchen sind, die er angeblich entführt hat. Und er wird dann eben freigestellt und er wird jetzt zum Privatdetektiv und darf nach Amerika. Er war nicht ein besonders toller Beamter, aber er hatte so ein Ohr für Verhöre. In Amerika kann er das Englisch nicht, er ist völlig verloren, aber er möchte jetzt in New York über sich hinauswachsen, sich selber neu erfinden. Er möchte vielleicht das Genre des Kriminalromans neu erfinden. Und ich habe dann immer Notizen gemacht, das ist der Mörder, jener ist der Mörder, das ist passiert und so weiter. Und am Schluss merkte ich, das ist eigentlich kein Kriminalroman, sondern es ist ein Anti-Krimi. Es ist die Auflösung des Romans, ist das, was man immer schon erwartet hat, von Anfang an. Und es ist ein ganz seltsames Buch, was mich recht ratlos zurückgelassen hat. Sie gucken mich so an, soll ich was sagen? Ja. Es ist ein vollkommen dusseliges Buch, schlecht geschrieben, blöder Plot. Und ich habe immer wieder versucht, von Sibyl Levitscharow Bücher zu lesen. Es ist mir nie gelungen. Ich habe immer irgendwie nach 60 Seiten gedacht, ach, scheiß drauf, und habe es wieder hingelegt. Dies musste ich ja nun lesen für die Runde hier. Ich habe selten ein so dämliches und überflüssiges und schlecht geschriebenes, verquatschtes Buch gelesen wie das. Und jetzt sage ich noch einen Satz und mehr sage ich gar nicht dazu. Und das hat übrigens nichts zu tun mit der Diskussion jetzt um Sie. Ich bin nicht der Meinung, die Sie gerade formuliert haben, dass man, wenn so ein Skandal ist, sofort alles da prüft. Das ist bei Heidegger was anderes. Ein Mann, der die Philosophie so bewegt hat und dann jetzt mit solchen Geschossen nochmal nachlegt, da muss man das Gesamtwerk betrachten. Bei so einer dusseligen schwäbischen Hausfrau, die irgendwo dusselige, unglaublich reaktionäre Dinge sagt, sie hat ja gerade noch mal nachgelegt, nicht nur die Halbwesen, sondern der Mensch darf auch seine Religion nicht frei wählen, die wird angeboren. Ich meine, wie blöd muss man sein? Da sage ich nur noch einen Satz und dann kein weiteres Wort zu dieser Autorin. Wie schlimm ist es bestellt, wie krank und wie kaputt um die deutsche Literaturszene, ich sage jetzt nicht die deutschsprachige, sondern die deutsche, wenn eine solche Frau den Kleist und den Büchnerpreis kriegt und hier in Basel sitzt alt und krank der wunderbare Autor Dieter Forte, der großartige Bücher über deutsche Befindlichkeit geschrieben hat, besser als Grass, besser als Walser, mindestens so gut wie Böll, und wird überhaupt nicht beachtet. Und Sondertante schmeißt man alles nach. Da bin ich sehr empört, und das ist für mich überhaupt keine Literatur, das ist Groschenroman, das ist gar nichts. Ich würde jetzt die Wahl ihrer. Vielen Dank, das tut mir gut. Das tut mir deshalb gut, nicht weil ich recht haben will, sondern weil wir endlich mal aufhören müssen, Leute, die vom Surkamp Verlag oder von sonst wem hochgehypt werden, mit vollkommen verlogenen Sprüchen außen auf dem Klappentext auch wirklich für Dichter zu halten. Gut, Sie machen jetzt ein bisschen einen Rundumschlag, weil die Klappentexte und so, das ist ja bei vielen Büchern etwas, so bin ich, Herr etwas billig. Und ich habe auch schon von Ihnen Sätze, die dieses Buch hat mich emotional tief berührt. Ja, ich stehe 100% zu jedem meiner Klappentexte. Emotional nicht
Darüber wollen wir jetzt aber nicht reden. Das ist jetzt eine sehr billige Retourkutsche. Nein, ich möchte jetzt auch gar nicht das Buch unbedingt verteidigen. Ich habe gesagt, in dieser Sendung, oder? Wollen wir uns ein bisschen Gedanken machen, auch noch in einer Literatur-Spezialrunde, die auf dem Internet zu sehen ist, wie kommt es, dass eben Autoren in so Skandalaufregungen hineingeraten und dann zum Beispiel jetzt dieses Buch besprochen wird und man sagt, am Anfang ist diese Anspielung auf die Folter eben auch jetzt etwas Reaktionäres, weil der Beamte ist ja ein lieber Kerl, der mit einer Katze lebt und so, die Folter wird sozusagen verharmlost. Das heißt, dass man dann plötzlich die Sachen völlig überinterpretiert, weil man in so einer Aufregung drin ist und die Texte gar nicht mehr wahrnehmen kann. Ich bin in gar keiner Aufregung drin. Die Frau hat immer dummes Zeug geredet und geschrieben. Die Aufregung ist bei mir, dass der Literaturbetrieb sowas hochhypt. Und wir jetzt auch. Also wir können so jetzt nicht das Gesamtwerk von Levi-Tscharow besprechen. Ich meine das Buch über Blumenberg und den auch Löwen. So blöd. Ist ein sehr schönes, inniges Buch, wo sie auch die Grundmotive von Blumenbergs Philosophie, die Höhlenausgänge und so, sehr schön literarisch verarbeitet. Also ich würde jetzt diesen Versuch des Antikrimis in einer... Der hat mich jetzt auch nicht überzeugt, aber wir reden darüber, ich würde nicht alles in einen Topf werfen. Ja. Ich würde sie auch nicht jetzt im Bausch und Bogen. Sie hat schon mit diesem Pong damals, es war natürlich schon eine neue Sprache. Also für mich, ich meine, ich gebe Ihnen in vielem jetzt recht, für mich ist das auch völlig übertrieben gewesen, wie sie immer zum Darling der Feuilletons gemacht wird. Also ich meine, sie war wirklich die Autorin. Ja, aber dann sagt es doch endlich mal und laviert nicht immer drumherum, ist aber doch vielleicht schön. Nein, es ist nicht schön. Nein, ich sage nichts, es ist schön, aber es ist für mich die interessante Frage, ist das, was sie dann in dieser Rede gesagt hat, ist das nicht auch schon angelegt in der früheren Prosa oder jetzt auch in diesem Buch? Ich denke schon, diese Frage muss man sich einfach stellen, sonst macht man diese alte Trennung, das ist die Politik, das ist die Naturwissenschaft und das ist unsere Literatur und wir haben uns nur mit Literatur zu beschäftigen. Völlig so einfach ist es nicht. Oder? Darum hätten wir uns gar nicht so wundern sollen. Und mir scheint eben wirklich das Problem bei ihr zu sein, dass auch in diesem Pong schon eine völlige emotionale Kälte und Empathielosigkeit zu beobachten ist. Es ist alles unter Kunstzwang, unter Sprachzwang, eben auch unter Provokationszwang. Sie will irgendwo krampfhaft überall ein bisschen provozieren, ein bisschen dabei sein. Das ist keine Haltung. Und das ist nicht eine Haltung. Man merkt auch sofort, es ist nicht überzeugend, wie sie das macht. Es hat nicht eine Leidenschaft, die auch... eben auch aus Recherche wie bei McCann herkommt, wo man merkt, der kann dann auch seine Aussagen machen. Bei ihr ist das so, es wirkt wie eine Auftragsarbeit, es ist wirklich ein Retortenkrimi, oder? Also wenn sie schon von den Retortenwesen spricht. Das ist ein Halbwesen-Buch. Ein Halbwesen-Krimi. Also, Franz, jetzt kriegen wir wirklich einen Streit. Also macht ja nichts, ja. Also erstmal, das mit dem Skandal interessiert mich schon deswegen nicht, weil ich im Wesentlichen finde, dass sie richtige Sachen gesagt hat. Auf jeden Fall. Also dass man mal das neue Sklavenhaltersystem der Leihmütter mal an den Pranger stellt, dass wir in einer Gesellschaft leben. Also wir wollen das nicht vertiefen, aber ich habe den Eindruck, dass man sich da an diesem wirklich schlecht gewählten Wort mit dem Unhalbwesen, dass man sich daran festgemacht hat, um nicht den Skandal tatsächlich dieses Fortpflanzungsgemurkse, ja, um dem Skandal sich nicht mal zu stellen. Also in der Sache ist das für mich ein Skandal eher auf der anderen Seite, nicht bei der Sibylle Levi-Tscharow. Also deswegen ist für mich schon mal, aber das ist jetzt nicht unser Thema, aber deswegen ist für mich schon mal das keine Beeinträchtigung in Bezug auf die Beurteilung der literarischen Qualität. So, und jetzt komme ich zu diesem Buch. Ich finde auch, natürlich hat diese Sibylle Levi-Tscharow eine Reihe wirklich viel besserer Bücher geschrieben. Ja? Apostolow, auch Blumenberg, eine sehr witzige, obwohl ich Blumenberg als für einen überschätzten Philosophen halte, aber das ist ja eine andere Sache. Aber die Erzählung war wirklich gut. Okay, ist nicht unser Thema. Dieses Buch ist... Um es in einem Wort zu sagen, dieses Buch ist nicht schlechter als viele Kriminalromane, ist aber auch nicht besser. Es ist in diesem Genre ein respektables Buch, das allerdings, da gebe ich dem Stefan Zweifel auch recht, selber auch
ironisch mit dem Genre spielt, weil es natürlich so ist, wir wollen auch bei diesem Roman keine Pointen verraten, aber eigentlich nähern wir uns dem Anfangsverdacht am Ende. Ja? Und die Spannung besteht dann darin, dass andere Abwege, andere Möglichkeiten ausprobiert werden. Mehr sollte man aber zum Plot jetzt auch nicht sagen. Und es ist im Einzelnen eine, also ich habe deswegen auch wirklich auch nochmal Chandler, diese Kriminalrum, die wir auch immer jetzt auf den großen Schild heben. Ja, Raymond Chandler, ja wunderbar, kennen wir vor allem auch mit Humphrey Bogart in der Verfilmung und so. Guckt man sich die dann genauer an, merkt man, gute Kriminalromane, das ist ein wenn man es gut beherrscht, ist das ein schönes Kunstgewerbe. Ja, und kunstgewerblich ist dieses Buch auch. Aber Raymond Chandler ist auch Kunstgewerbe. Und wir brauchen da auch nicht so zu tun, als sei das überhaupt der Höhepunkt der abendländischen Literatur. Also in diesem Genre ist es durchaus eine respektable Leistung. Und eben, wie gesagt, ja. Ich denke auch, es spielt eben mit dieser Implosion eigentlich des Genres. Man kann... Ja, das variiert ja dauernd. Das hat ja, auch Friedrich Strauß in den 30er genau. Jahren also schon viel schöner. Aber hallo. Mit sehr viel, es ist Kunsthandwerk zum Teil, die Sprache. Das ist schon, aber das Atmosphärische, die Intensität, da würde ich jetzt schon bei Chandler oder Hammett, ich meine, das ist dann schon, wie er die mit kürzesten Sätzen dann Szenen, Atmosphären erzeugen kann, das ist doch hier überhaupt nicht drin. Es gibt nicht eine atmosphärisch dichte Szene. Nicht eine. Also, wir müssen weitergehen. Wir haben jetzt dieses Buch versucht zu untersuchen, auch eben unter Ausklammerung und unter Einbezug der anderen Bücher dieser Rede. Das ist einfach schwierig, wenn diese Sachen so übereinander geraten. Man stellt dann eben auch plötzlich falsche Ansprüche. Man will aus einem Gelegenheitskrimi dann plötzlich irgendwie eine Erklärung für metaphysisch überwölbte Aussagen. Martin Mosebach ist auch ein Autor, ein Kandidat, der oft aneckt mit seinen Meinungen. Er hat jetzt einen dicken Roman vorgelegt, er gilt als erzkonservativer Dichter. Wie spielt jetzt da eigentlich dieses Denken vielleicht auch in die Form, auch in den Roman hinein? Ja, also... Ich gebe eine kurze Zusammenfassung, noch ohne Wertung, nur damit jeder weiß, worum es hier geht. Er ist ja auch gut aufgebaut, der Roman. Wir haben eine Frankfurter Szene. Das sind vorzugsweise so Leute, bei denen nicht ganz deutlich wird, was sie eigentlich tun. Aber in unseren Milieus ist das oft so, das sind Leute, die Drittmittel auftun für Universitäten oder für Kulturveranstaltungen. Das sind irgendwelche Unternehmensberater. Das sind also kurzum, wir in der tertiäre Sektor von Leuten, die viel hermachen, aber wo man nicht genau weiß, was es eigentlich ist, was sie machen. Also eigentlich so ein hochstaplerisches Milieu. So, und die sind da alle miteinander so verbunden und im Mittelpunkt steht da ein Verechnikow, eine Figur, die den Erzähler dazu anstiftet, jetzt ein Exposé zu machen für eine Tagung, die soll auf dem Balkan spielen, in Bosnien, und da soll es um die Würde des Menschen gehen. Wir befinden uns im Jahre 1991, kurz vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs. Und dann gibt es die Welt, die bosnische, serbische Welt, in die wir auch ab und zu eintauchen. Und das Mittelglied ist eine Putzfrau, Ivana Mestrovic. Und diese Ivana hat das Kennzeichen, dass sie bei all diesen komischen Leuten, die Frankfurter Szene, da putzt sie, da macht sie sauber. Und zugleich ist ihre Familie in Bosnien als serbische Familie. So, ganz wichtig ist, Mosebach hat sich die Freiheit genommen, ein Handy schon dort 1991 als Alltagsgegenstand zu erfinden. Der musste dort hinein, aber das ist historisch natürlich nicht korrekt, aber er macht es so deutlich, dass man also auch merkt, ihm kommt jetzt auf das historisch Korrekte nicht an. Und so werden diese beiden Milieus miteinander verknüpft. Und jetzt ist es so, in diesem Milieu der geistvollen Hochstapler, das endet mit einem ganz komischen Fest. Das ist das Blutbuchenfest,
wo einer dieser Figuren, der Rotzow, also ich, mit diesem Fest sich persönlich finanziell salvieren möchte. Und dieses Fest, das endet eben in so einer Art schicken Anarchie. Da funktioniert eben alles nicht. Und in diesem selben Moment geht dann auf dem Balkan auch der Bürgerkrieg richtig los, was die Putzfee, die dann hinterher ja dieses Fest wieder auskehren wird, was sie schon per Handy durch Anteilnahme durch ihre Familie erfährt. So, das Blutbuchenfest am Ende und der Beginn des Bürgerkriegs. Das ist erstmal die ganze Szenerie des Romans. Schicke Anarchie, haben Sie gesagt. Das ist also einerseits natürlich diese Sehnsucht, auch Auflösung eben in diesem Schlussfest, wo alles durcheinander gerät. Andererseits ist Mosebach als Stilist eigentlich eher ein Apolliniker, der die ganz schönen Sätze, die ganz schönen Formen, die alten Worte, alte Fügungen braucht. Also da ist eine extreme Spannung eigentlich von dem, wo es uns hinreißen soll in die Auflösung und der Art und Weise, wie er das Buch stilistisch baut. Also ein hohes Gefälle, was natürlich auch eine Faszination ausüben kann. Ja, für mich ist es ein Buch, das aber zu viel will. Also ich finde diese Gesellschaft, die sie wunderbar, diese leicht hochstaplerische Blasengesellschaft, könnte man sagen, das sind ja diese neuen Berufe, PR-Berater, Coaches, Consultant, PR-Agenten, was alles noch, verschiedenes mehr. Das sind so Schnorrer, die aber irgendwo doch immer ans Geld rankommen und das Geld haben oder irgendwie wissen, wie sie es auftun können und sich immer irgendwie durchbringen. Und dass man mal einen Roman über diese Gesellschaft mit diesen Blasenkonstrukteure macht, das finde ich an sich sehr bewundernswert. Und ich finde auch den Ton, den er da findet, das ist der kommt ihm sehr entgegen. Also dieses Opulente, das er halt hat, eine Sinnlichkeit, er beruft sich ja immer auf Goethe, auf die ganz hohen der Literatur. Und ich meine, diese Sinnlichkeit, die Goethe auch anschreibt, ist hier wirklich zu einem gewissen Grad eingelöst. Das Zweite ist aber, dieser Bosnien-Teil, da stimmt dann eben vieles nicht. Da stimmt es auch dann von den Milieuschilderungen nicht, stimmt nicht nur das Handy nicht, sondern es stimmen auch die Zuordnungen nicht, die Analogien. Es ist nicht so, dass die Kroaten dann gleich die Muslime gleich auf die Kroaten losgegangen sind, sondern es waren zuerst die Serben, die da provozierten. Also es gibt dort einfach historische Brüche und das ist ein Krieg gewesen, wo dann schnell so ein bisschen der Eindruck entsteht jetzt aus Mosebachs, oder wenn ich Mosebach lese, naja, das ist ja nicht so wichtig, das weiß ja heute eh niemand mehr, ist ja nicht so, ist ja lange her und das ist jetzt nicht unser Krieg. Und dieser Zynismus stört mich sehr. Also wenn er nur diese Milieuschilderung aus Frankfurt, dieser Blasengesellschaft gemacht hätte, da wäre ich wirklich rundum fasziniert gewesen, so hat irgendwie einfach Misstöne. Ich weiß, warum er das machen will. Er will natürlich Kontraste schaffen zu dieser Gesellschaft, aber das hätte er auch anders hingekriegt, ein guter Stilist, wie er ist. Wollen wir ganz schnell eine Tonabnahme dieses Stilmittels von Mosebach, dieser hohen, leicht überhöhten Sprache, uns anhören. Thomas Saarbacher liest eine Stelle aus dem zweiten Kapitel des Romans vor. Bei Merzinger erschien Verechnikow immer spät, stets von Maruscha begleitet. In dem meist bis zum letzten Platz gefüllten Lokal machten sie Entrée, um einen altmodischen, zu den beiden aber perfekt passenden Ausdruck zu gebrauchen. Verechnikow mit seinem großen, bedeutenden, dabei durchaus hübschen Kopf. Hübsch passt nicht, ich weiß schon, hübsch ist zu diminutiv. Es war eine männliche, eigentümlich tragische Schönheit um ihn. Er war nachlässig auf die englische Art gekleidet, mit großen alten Tweed-Jackets und kamelhaarfarbigen Rollkragenpullovern und eine würdige Folie, ein seriöser, maskuliner Hintergrund für Maruscha. Da kam ihm sogar zugute, dass er zugenommen hatte. Selbst bei Merzinger, wo die meisten Gäste an ihren Anblick gewöhnt waren, ließ sie, wenn sie sich zwischen den Tischen hindurchwand, die Gespräche in sich zusammensinken. Für einen Augenblick nur, indem die Männer sie aus den Augenwinkeln ansahen und die Frauen einen ärgerlichen oder ironischen Blick auf ihre Begleiter warfen, die sich so wenig im Griff hatten. Sie hatte einen auffällig unauffälligen Stil. Zunächst hätte ich gar nicht sagen können, worin der bestand. Dann achtete ich darauf und es war geradezu zum Lachen.
Alles an ihr war immer und unfehlbar sandfarben. In verschiedenen Tönungen freilich, keineswegs monochrom. Das wäre zu durchschaubar gewesen. Aber diese Vielzahl an immer neuen, immer flaumfrischen Mänteln, Hosen, Pullovern, Strickjacken, die ihren blühend weißen Körper mit weichen Wellen von Sahara-Sand umgaben, die war schon verblüffend. Es war dann irgendwann auch klar und wurde von ihr in diesem Sinn sogar ausgesprochen, dass dieser viele seidige, kaschmirige, wollene Sand von ihr auf Verechnikow hin komponiert war. Die Frau an der Seite eines solchen Geistes hatte ihre Eleganz zu zügeln, unsichtbar zu machen. Sie durfte nicht schmuckbehängt wie die Madonna von Pompeji auftreten, ein Stil, der Maruscha eigentlich lag, nur eben nicht, wenn sie mit Verechnikow war. Aber närrisch machen konnte einen die sandige Pracht in ihrer Gesetzmäßigkeit schon. Eine Beschränktheit kennt auch der Gescheiteste, so auch sie, die wahrlich keine dumme Frau war, wenn auch ungebildet. Aber allein die selbstironische Offenheit, mit der sie das eingestand, hatte im Grunde schon etwas Gebildetes. Mehr musste gar nicht geleistet werden. Sie war mir die Liebere von beiden, was vielleicht schon herauszuhören war. Ja, man kann sich ja denken, dass jemand so Konservatives wie der Mosebach nicht zu meinen Lieblingsautoren gehört. Aber der kann's. Der hat natürlich, der ist unglaublich gescheit. Der hat einen Witz, wenn auch sein Witz immer eine gewisse Häme und Verächtlichkeit hat. Ich mag sein Menschenbild nicht, aber wie er beobachtet, das ist schon sehr beeindruckend. Es ist eine zutiefst gescheite und doch sehr eitel anmutende Prosa, die mit sehr vielen Schnörkeln, noch eine Kapriole wird geschlagen, noch eine Volte, auf das Ende zumeandert. Es dauert lange, bis dieses Fest stattfindet. Aber bis dahin sind wir gut unterhalten, wenn auch nicht immer sehr wohlgesonnen dem Autor, weil er seine Figuren auch ziemlich in die Pfanne haut. Aber am Ende, das, was Ihnen dann nicht gefallen hat, da hat er mich plötzlich gekriegt. Ich fand, dass er da auf einmal im letzten Kapitel einen Ernst hat. Da sieht man, was da aufeinander prallt. Da stimmt vieles nicht. Bosnien und Kroatien verwechselt er. Passiert mir aber auch, passiert vielen. Kommt auch nicht drauf an. Es kommt in der Literatur nicht auf Wahrheit an. Es kommt drauf an, dass eine innere Wahrheit ist, dass eine innere Geschichte stimmt. Und diese Geschichte stimmt. Die Ivana, die da diese ganzen Wahnsinnigen sieht, die da immer feiern und mit Champagner und Fressen und allem nur so um sich schmeißen, ruft ihre Arme im Krieg sitzende Familie an, darum braucht man dieses Handy, und redet mit denen, was ist los? Und das Haus brennt ab und der Sohn ist verwundet und da passieren wirklich schlimme Sachen. Gleichzeitig feiern diese Idioten da ihr großes, aufgeblähtes Fest. Und da ist er plötzlich ganz ernst und da gefällt er mir auch wieder. Aber er hat unglaublich viele Schnörkelchen und noch ein Schleifchen und noch ein Einstecktüchlein. Also mir ist das ein bisschen zu viel. Auch, dass er Sofa konsequent mit PH schreibt, Telefon konsequent mit PH, das kennen wir ja von ihm schon. Aber mir ist es etwas zu altertümlich. Es ist und octogenaire für einen 80-Jährigen, Aventüre für Abenteuer, der multiples Korse für mehrere Napoleon-Bilder, sowas brauche ich alles. Wir haben ja gehört, Sie machen Ihr Entree in dieses Restaurant, also dieses altertümliche, auch dieses Entree machen. Aber es ist natürlich auch das Entree des Buches selber. Die Marquise verließ um 5 Uhr das Haus. Nicht, das ist ein Diktum von Paul Valéry, der gesagt hat, so kann man ja nicht mehr schreiben. Und die gesamte Avantgarde, der Surrealismus, alle haben gesagt, so kann man nicht mehr die Realität abbilden, wir müssen neue Formen für die Literatur finden. Mosebach übernimmt jetzt genau das, oder? Und überformt es, also treibt noch Thomas Mann auf die Spitze und macht keinen surrealen Roman, sondern eine Art Parallelrealismus. Das heißt, er erlaubt sich einerseits das Handy in Bosnien 1990 einzuführen, andererseits findet ein Fußballspiel sehr prominent statt mit Zinedine Zidane, das erst 2006 stattgefunden hat in diesem Lokal. Also da geraten die Zeiten übereinander, weil er damit eben etwas aussagen will über eine Gesellschaft, über eine Zeit. Und er erlaubt sich sozusagen jetzt nicht die Freiheit der Surrealisten, der Imagination und des Wilden, sondern indem er eigentlich eben den Realismus sozusagen überbietet und zeitlich aufhebt und so staffelt. Das ist sehr kühn. Naja. ich finde... Eine kurze Entgegen. Es ist so. Jetzt sind wir sind Gottlob, durch all diese Sprachzertrümmerer sind wir durch. Dadaismus und Surrealismus und so weiter. Wir sind durch alle durch, die sagten, so geht's nicht mehr. Man kann nicht mehr solche Sätze bauen. Das muss alles zerhackt werden, das muss und so weiter.
Ich finde, dieses Programm der Avantgarde haben wir, Gottlob, hinter uns. Und jetzt kann wieder schön geschrieben werden. Stefan Zweifel, jetzt kann wieder richtig schön geschrieben werden. Und jetzt ist es eben so, ich genieße das, wenn jemand hier so wirklich Kabinettstücke von perfekter Beschreibung, da ist am, das geht schon los, erstes Kapitel, nicht Susanna im Bade, sondern Ivana im Bade. Frau Marquis, wieder so ein Halbwesen, ach, da haben wir es, ein Halbwesen, das, die ist mal wieder irgendwie, um einen Kunden einzufangen, die Badewanne ist frei, Ivana Mestrovic aus Serbien, rein in die Badewanne. Und jetzt Susanna im Bade, und jetzt wird das beschrieben, herrlich. Herrlich, wie diese Frau da in der Bahn. Und man ahnt ja, da wird sich noch einiges entwickeln. Und ich, wirklich, ich liebe Kabinettstücke, wenn sie gut sind. Wenn da etwas entsteht und dann merkt man im Laufe dann dieses Romans, dann merkt man, ja, das, da soll schon was entstehen und da entsteht auch was. Das sind keine, das ist in dem Sinne nicht La pour La, das sind Kabinettstücke, die aber insgesamt eine Welt aufbauen. Elke, ich finde, der Martin Mosebach, der weiß zu sehr, zu genau, dass er eigentlich auch in dieses Milieu hineingehört. Die Kritiker der Elche sind selber welche. Ja? Waren früher so, selber welche. Das heißt, er gehört, Literatur gehört, hat ja auch eine hochstaplerische Dimension. Das merkt man auch, er hat auch diesen Witz, das kommt schon an diesem durch. Deswegen ist das nicht ein, einer, der sich davon, nein, das ist sozusagen, und jetzt dann ja, Bosnien und dann dieser Ernstfall. Natürlich, wenn man es plump sagen würde, ist es eben die Gegenüberstellung, wie dekadent sind wir und was ist da der Ernstfall in Bosnien. Und dazwischen das Gelenk der herrlichen Ivana, die wir dann in der Badewanne schon mal beobachten konnten und überhaupt so eine unglaublich starke Frau ist. Ne? Ja, die ist eine tolle Figur, die interessiert einen. Ja. Wir würden das natürlich gerne diese Stelle über Ivana im Bade auch noch hören von Thomas Sarbach. Es ist eine sehr lange Stelle, auch das Kabinettstück über die Schildkrötensuppe. Die ist also nicht voyeuristisch übrigens. Nein, sie hat eine Sinnlichkeit und ist toll, es ist einfach sehr lange zum Vorlesen, aber ich hätte das auch sehr gerne mit dieser Stimme untermalt gehört. Wir kommen jetzt zu Martin Heidegger, zum 96. Band seiner Gesamtausgabe. Die schwarzen Hefte, sie waren legendär, sagenumwoben, gefürchtet. Man wusste nicht, was darin steht. Er hat also 70 Hefte während seiner philosophischen Zeit und seines Studierens gefüllt, die erst am Ende seiner normalen Ausgaben, seiner Vorlesungen erscheinen sollten, am Ende seines Gesamtwerkes. Jetzt also diese schwarzen Hefte. Martin Heidegger ist ja einer der ganz großen Philosophen des 20. Jahrhunderts, vielleicht sogar überhaupt der Philosophiegeschichte, einer der entscheidenden Wendepunkte 1927 sein und seit hat eine Generation elektrisiert, hat ihr das Mann, die Uneigentlichkeit ihres Daseins wirklich erschlossen. Es hat natürlich in Frankreich dann ganze philosophische Richtungen ausgelöst, mitgeprägt. Es hat Dichter angestiftet zum Dichten. Es hat natürlich auch Thomas Bernhard angestiftet, sich über diesen plumphosen National Sozialisten, der vor seinem selbstgezimmerten Häuschen in der selbstgezimmerten Strickhose mit seinen selbstgezimmerten Büchern irgendwie sitzt und selbstgezimmerten Nationalsozialismus von sich gibt. Also er hat auch Günter Grass angeregt zur Parodie. Es ist eine unverwechselbare Sprachmacht in seiner Philosophie drin. Es ist wirklich ein Philosophieren mit und aus der Sprache. Und in diesen Aufzeichnungen im Band 96 aus den Jahren 39 bis 41 ist seine Zeit, sein Engagement für den Nationalsozialismus und hinter ihm. Er ist sehr kritisch geworden dem Führer gegenüber, dem Rudel von Gewalttätern, die sich von der Macht und dem Machtrausch selber übermachten lassen. Er sieht eigentlich nirgends mehr eine Lösung. Der Bolschewismus ist eine freie Feier des technischen Zerstörens, der Amerikanismus und der Überamerikanismus. Er sieht am Horizont einen preußischen Überamerikanismus auf uns zukommen, wo alles Seiende zerstört wird und niemand mehr ins Sein hineinfindet. Und dieses Sein, sagt er, könnten uns höchstens noch die Dichter locken, Hölderlin etwa. Und er schlägt Hölderlin auf und was sagt Hölderlin? Die Deutschen sind alles berechnende, alle berechnende Barbaren. Also er ist jetzt in diesem Moment seines Philosophierens verlassen, hat diese Verblendung des Nationalsozialismus abgelegt und jetzt kommt, und das ist
absolut verstören und deshalb bin ich froh, dass ihr da seid. Jetzt kommen antisemitische Stellen in dieses Werk und zwar in die Tiefe und in die Basis seines Denkens hinein, die man immer auch vermutet hat. Andere wie George Steiner in seiner Monographie von Heidegger haben gesagt, es wird nie antisemitische Äußerungen von Heidegger geben. Und jetzt stehen wir also von diesem wirklich großen, schwer einschätzbaren Skandal, gerade auch weil viele seiner Schüler und Nachfolger oder Bewunderer Hannah Arendt, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida Juden waren. Also der Mann hat 32 schon Sympathie für den Nationalsozialismus deutlich gezeigt, ist 33 in die NSDAP eingetreten. Da war er kein dummer Junge und auch kein nicht denken könnender Greis. Da war er in der Blüte seiner Jahre, Mitte 40 oder so. Es ist ja kein Geheimnis. Und ich weiß auch, dass er sich wohl sehr viel um Literatur verdient gemacht hat. Das hatten Sie ja vorhin auch schon gesagt. Aber ich denke, dass man die Philosophie eines Menschen, der dann so strikt antisemitische Äußerungen macht, im Nachhinein auch sehr in Frage stellen muss. Also ein Satz wie, ich kann ihn ja kaum lesen, also auch Klügere als ich verstehen ihn nicht, ich schäme mich dessen nicht, dass ich vieles nicht verstehe. Die verborgene Deutschheit müssen wir entbergen und das tun wir, indem wir die Juden endlich beseitigen aus Deutschland. Das stößt mir schon sehr sauer auf. Und ich habe auch keine Lust, das Ganze zu lesen. Ich gebe nur zu bedenken, dass wir sind ein Literaturclub. Also und dieser Satz steht aber nicht in dem Band, über den wir jetzt reden. Wir sind ein Literaturclub und ich finde, das überlassen wir den Philosophen, er ist ein Philosoph, in ihren philosophischen Sendungen zu überlegen, wie weit man die Philosophie all derer, die von ihm beeinflusst wurden, jetzt auch mal neu überdenken muss mit diesem Hintergrund. Aber ich habe darüber keine große Lust zu reden, weil es ist für mich nicht in erster Linie Literatur. Und es gibt ja, in der Süddeutschen, der hat es, glaube ich, geschrieben, es gibt zwei Arten, sich mit Heidegger zu beschäftigen. Entweder man folgt ihm in sein Labyrinth und verirrt sich in diesen ganzen Spiegelgängen oder man läuft schreiend weg und sagt, ich will mit all dem nichts zu tun haben. Ich gehöre eher zur zweiten Gruppe. Ich habe mich oft versucht, in diese Labyrinthe hineinzudenken, eben weil auch viele Dichter, auch René Char, Jacques Gaudet, also ganz viele Dichter haben Motive seines Werkes immer wieder aufgenommen und ich bin dann auch immer wieder an die Grenze meines Verständnisses gestoßen, schon vor jetzt diesen Äußerungen, aber das fordert er auch heraus. Er sagt natürlich auch, dass man in diesen Moment hineinfallen muss, wo man mit dem Denken nicht mehr weiterkommt, weil dieses rationale Denken, was seit Platon angefangen und dann bei Descartes weitergetrieben, den Menschen als selbstherrliches Subjekt über die Natur stellt, die auch die Sprache regiert, das Subjekt in den Krieg ziehen lässt und das Verb folgt und dieser Anspruch des Menschen, ich bin das, der Herr der Natur, und ich gebiete über alles, dass der eben einem Sprechen und auch einem Philosophieren weichen muss, das ganz aus der Sprache, aus dem Horchen auf die Sprache kommt. Und deshalb hat er einen Platz im Literaturclub, weil er wirklich aus der Sprache herausdenkt. Ja. Also ich fand es auch, ich hatte mich jetzt überrascht, dass wir jetzt hier über Heidegger auch sprechen. Mich hat es aber auch erfreut. Ich fand das Stefan Zweifel gut, jetzt hier reingebracht zu haben. Klar, jetzt haben wir gerade das unglückselige Thema mit dem Antisemitismus, besonders bei Heidegger. Aber prinzipiell muss man mal daran erinnern, dass wir das Spiel, dass man geistvolle Philosophie und Literatur nicht einfach immer so auseinander dividiert, wie das in den Sparten der Universität sowieso der Fall ist und wie das im Fernsehen auch ist. Da gibt es eine Philosophiebeauftragte und da gibt es Literatur. Nein, in den großen Momenten ist Literatur und Philosophie sehr dicht beieinander. Ein Gründungsdokument der abendländischen Philosophie Parmenides, über den der Heidegger auch eine wunderbare Vorlesung gehalten hat, über das Sein und dass es das Nichts nicht gibt. Sonst könnte man nicht darüber reden, wollen wir nicht weiter vertiefen. Das ist ein Gedicht. Herrgott, nochmal, das ist das Grunddokument der Philosophie, ist ein Gedicht. So. Und Platon, die Dialoge, wo sie gut sind, nicht alle platonische Dialoge sind gut, aber ein paar sind richtig gut. Symposion, das ist, was ist das? Eine Art Theaterstück. Auf jeden Fall ist es Literatur. Das heißt also, wo das zusammenkommt, und wir sollten das auch in Zukunft immer mal wieder, wo sich's anbietet, die Philosophie dann mit hier reinbringen. Jetzt bei Heidegger ist natürlich der Heidegger ist lebenslang ist er dem Sein auf der Spur. Was ist das Sein?
Ja, das, man kann das natürlich jetzt nicht hier so sagen, das geht ja nicht. Es ist etwas sehr, es ist eine Art von Intensität in der Erfahrung, der auch die Literatur in ihrer anspruchsvollen Weise auf der Spur ist. So, das ist also, Heideggers Philosophie ist voll erfüllt von einer Sehnsucht, die auch die anspruchsvolle Literatur umtreibt. So, und das ist nun die Hauptsache erstmal beim Heidegger. Und jetzt kommt das andere mit dem Antisemitismus. Ja, das ist, gibt es diese antisemitischen Bemerkungen, die man vorher noch nicht kannte, die ich noch nicht kannte, als ich mein Heidegger-Buch schrieb. Aber was sowieso klar war, dass Heidegger 1933 ein nationalsozialistischer Revolutionär war. Der war kein Mitläufer, sondern der hat begeistert die Revolution. Das hat er als Revolution aufgefasst, mitgemacht 1933. Und das philosophisch noch viel skandalisierender war da, und das habe ich auch schon beschrieben, das ist ja auch offen, ja, dass der Heidegger wirklich eine gewisse Zeitspanne auch wirklich dachte, dass die nationalsozialistische Revolution eine Art Erlösung ist, ja, dass da das metaphysische Revolution, dass das Sein angekommen ist, ja. das alles ist, das gehört mit zum Drama. Deswegen bin ich auch sicher, dass es noch in Zukunft noch immer wieder Beschäftigung mit Heidegger als Figur geben wird. Und im Übrigen ist es dann für mich doch auch so, als Philosophen ist er für mich ja ganz bedeutend. Da geht es mir mit Wagner. Wagner hat eine großartige Musik gemacht, ja, großartiges Theaterstück, und war noch ein viel infamerer Antisemit. Der war nun richtiger fanatischer Antisemit. Naja, gut, das ist unerfreulich, charakterlich unerfreulich, und bei Heidegger ist es auch unerfreulich. Aber, es ist aber was anderes für einen 19. Jahrhundert. Sein Uraufführungsregent war Levi. Wagner war ein Jude. Wenn einer im 19. Jahrhundert antisemitische Sprüche macht, oder wenn einer im 20. Jahrhundert, wo ein Holocaust, sondern einen ganzen Aufsatz geschrieben. Und, aber es hat nichts zu tun mit der Vernichtung von Menschen. Es sind völlig andere Dimensionen. Das ist ganz andere Dimensionen. Und das lasse ich nicht zu, dass das vermischt wird. Das Antisemitische hat zwar empört und entsetzt, aber was mich eigentlich mehr entsetzt hat, und da muss man dann auf die nächsten schwarzen Hefte warten, ist eigentlich das Verschweigen. Das Verschweigen der Reichskristallnacht, der Pogrome. Also diesen Antisemitismus im Auslassen ist sehr, und dann nachher natürlich der Shoah selber, dieses Wort, auf das Celan immer hoffte, von Heidegger, dass er etwas endlich dazu sagt. Da weiß man nicht, wie viel er natürlich da wusste, oder über die Lager, das ist eben, da muss man auf diesen Band warten, aber es ist schon so, dass es nicht einfach nur ein Konkurrenzantisemitismus war, also weil er jetzt halt einfach bedeutende jüdische Philosophen gab wie Husserl, und die musste und dass er die dann in den Schatten stellen wollte, sondern es ist ein schon viel fundamentalerer Antisemitismus. Also es geht eigentlich dazu, dass er den Juden diese Eigenschaft zubilligt, dass sie die Berechnenden sind, dass dieses berechnende, rationale Denken durch die Juden kommt, und dann, und da wird es wirklich infam und widerwärtig, dass er letztlich auch sagt, die Juden hätten ja eigentlich das Rasseprinzip selber kreiert. Also es seien Juden gewesen, und also dürften sie sich jetzt nicht beklagen, wenn das quasi jetzt auf sie zurückfällt. Das ist eigentlich die Aussage, die Juden sind selber schuld an ihrer eigenen Vernichtung und Vertreibung und so weiter. Und da wird es einfach, da muss man schon sagen, das ist dann eine Dimension, da darf man dann nicht darüber hinweggehen. Das Wort in Anführungszeichen, das sagt ja auch, dass er der Begriff der Rasse vollkommen verwirft, wie alle diese Begriffe des Typus und so weiter an anderer Stelle. Es ist, wenn man das Werk genau studiert, absolut empörend. Es ist aber dann auch nicht ganz so einfach, wie man es mit ein paar rausgerissenen Zitaten in den Zeitungen nachlesen kann. Es ist ziemlich verfilzt, aber noch ein Wort dazu, weil es eben auch um Literatur geht. Ich meine, er hat dann auch gerade Emil Steiger und die Zürcher Germanistik ja doch auch inspiriert, hat mit ihr Auseinandersetzungen geführt. Ich meine, sein Werk hat auch eine Auswirkung gehabt auf die Literaturwissenschaft selber. Ja, natürlich. Und es ist genau der Streit eigentlich 1936. Also Heidegger hat in Zürich eine Rede gehalten, und da ging es eigentlich, da hat dann die NZZ, ein NZZ-Redaktor hat
kritisch moniert, erstaunlich kritisch moniert, das gehe nicht an, dass einer, der so quasi den Nationalsozialismus verherrliche, dass der jetzt da in Zürich so auftrete. Und da ist der Emil Steiger, der wirklich die Koryphäe war der Literaturwissenschaft nach dem Krieg, ist auf diesen NZZ-Redaktor losgegangen, öffentlich auch, und hat ihn gegeißelt, dass es überhaupt nur wage, Heidegger mit der Politik in Einklang zu bringen. Und es gibt dann eine schöne Begegnung. Heidegger traf dann kurz darauf in Rom Karl Löwit, den Philosoph Karl Löwit. Und Löwit hat ihn darauf angesprochen und dann hat Heidegger eigentlich völlig zugegeben, ja, natürlich ist mein ganzes Denken, meine Philosophie, kommt aus der Faktizität, kommt aus der Geschichte heraus. Natürlich muss man das zusammen sehen. Also er hat selber schon diesen Gegensatz zwischen Politik und Philosophie nicht gemacht. Das finde ich noch erstaunlich. Er war so selbstbewusst in seiner Philosophie, dass er das gar nicht gesehen hat. Und er wollte natürlich der Herrscher und die Philosophie als die herrschende Disziplin inaugurieren. Er windet sich ja in diesem Moment dann wirklich durch Parmenides und das Lehrgedicht aus dieser Verflechtung in das nationalsozialistische Denken heraus, macht nachher diese wirklich sehr schöne, beeindruckende Vorlesung 42, 43. Aber was Sie auch angedeutet haben, eben dieses Weiterwirken auch bei Emil Steiger, der dann 66 im Zürcher Literaturskandal herzog über die Autoren, die nur noch über Müll und über Huren und so weiter schreiben. Und dann Max Frisch antwortet, aha, endlich dürfen Sie wieder von entarteter Literatur reden, als Peter von Matt, der Assistent von Emil Steiger, war. Also Sie sehen, das Ganze hat natürlich eine Auswirkung, der sich dann natürlich davon abgesetzt hat, bis in die heutige Literaturwissenschaft, mindestens in Zürich. Wir müssen jetzt zu den Tipps kommen, wir haben aber auch alle nur eine Minute Zeit. Elke. Ellen Bennett, 1934 geboren, immer lustige Bücher, jetzt ein ernstes Buch, ein Buch über seine eigene Familie, Leben wie andere Leute, Leute, die eben nicht wie bei Jasmina Reza glücklich die Glücklichen, ein Talent zum Glücklicher sein haben, sondern die sich immer anpassen wollen und so sein wie andere und die daran fast zerbrechen und in Nervenkliniken landen mit dieser ewigen Anpasserei. Naja, weil wir jetzt auch bei der Philosophie waren, habe ich jetzt noch mal einen Tipp, der auch philosophisch, aber auch erzählerisch ist. Manfred Geier, Geistesblitze. Und der versucht, so ein paar Urszenen der Philosophie zu erzählen, wo wirklich der Blitz eingeschlagen hat. Also Gedanken, die uns in unserer ganzen 2000-jährigen Tradition eigentlich begleiten und wann sie auf einmal ereignishaft in ein bestimmtes Leben eingeschlagen haben, sei es Parmenides, Rousseau oder Kant und so weiter. Ich habe Adolf Muschk. Adolf Muschk wird schon, völlig für mich erstaunlich, im Mai 80 Jahre alt, hat ein Band jetzt rausgebracht mit Reden und Versuchen der letzten 10 Jahre. Und ich finde, wie Adolf Muschk zum Teil große Themen, die Schweiz, europäische Identität, aber auch soziale, digitale Revolution, wie er sich diesen Themen annimmt, immer aus den Rändern heraus, wie er sich über viele Autoren, die man gar nicht kennt, plötzlich annähert und Aussagen macht, die jetzt nicht einfach alle machen, ist für mich ein ganz bemerkenswerter Essayist, auch ein ganz bemerkenswerter Prosautor und kann es sehr empfehlen. Ich hatte natürlich auch einmal Geistesblitz, als ich Heidegger las, wie so viele, und natürlich seine Auseinandersetzung 29 über was ist die Furcht und was ist die Angst in einer Vorlesung hat mich immer tief beschäftigt. Die Furcht hat ja immer einen Gegenstand und in der Angst ist man dem Haltlosen, dem absoluten Nichts ausgesetzt. Und die Grundfrage der Philosophie, weshalb ist etwas und nicht nichts? Weshalb ist nicht nichts? Diese Grundfrage der Philosophie hat Heidegger da tiefst bedacht. Und ich hatte das erste Mal in meinem Leben Angst vor dem Nichts, ist mir in den Sinn gekommen, als ich Mumin las, der Komet im Mumintal, also las sein Comicsbuch. Ich habe damals aber die Romanversion gelesen als Kind. Und da rast jetzt auf dieses Mumintal ein Komet zu und sogar die Ameisen strömen in Kometform aus dem Tal heraus. Und ich weiß einfach, dass diese Vorstellung, dass jetzt dieser Komet, das Mumintal, mein Mumintal natürlich, meine kleine Mumin und Fräulein Snork irgendwie jetzt vernichten würde, dass dieses Mumintal dann nichts mehr ist, hat mich damals
absolute Todesängste ausgelöst, die dann mein Vater beruhigt hat. Und Sie sehen also, dass diese Neuausgabe von Mumins Abenteuer mich selber jetzt zurückgeführt haben, eben in diese frühe Kindheit, aber auch in die erste Lektüre von Martin Heidegger. Philosophie, Comics, Literatur, all das gehört zusammen. Natürlich auch die Musik, alles durchdringt sich, alles ist verflochten im Medium der Sprache, im Literaturclub. Die nächste Ausgabe unseres Literaturclubs ist am 13. Mai. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion bei Elke Heidenreich, Rüdiger Safranski, Julian Schütt und Ihnen zu Hause für die Geduld und Ihnen im Saal fürs Zuhören.